Vielmehr erzeugt der Klassenkampf von oben eine irrationale Wut auf die vermeintlichen Rivalen. Das letzte bisschen Wohlstand muss gegen die verteidigt werden, die noch weniger haben. Diese Wut richtet sich gegen Flüchtlinge oder die oft auch schon länger in Deutschland wohnenden Migrantinnen. Sollte der Protest doch einmal weitere Kreise ziehen und tatsächlich vermeintlich große Chefs bzw. Firmen angegriffen werden, nimmt dies nicht selten antisemitische Aktionsformen und Züge an. Und nicht der Arbeiter profitiert davon, sondern einzig und allein die auf der Sonnenseite des Raubtierkapitalismus ansässige Mental. Warum? Franke! Und aus diesem Grund fordern wir deutsche Sozialisten für unsere Zukunft. Eine Beibehaltung der nationalen Identität des deutschen Volkes. Kapitalismus, Liberalismus und Marxismus haben unser Volk zu dem gemacht, was es heute ist. Eine Ellbogengesellschaft. Jeder gegen jeden. Und das wird auch noch verteidigt. Der Egoismus und die Skrupellosigkeit werden gefördert. Und intrigantes Verhalten bestimmt den Umgang miteinander. Deine weisen Sprichwörter wie, bei Geld hört die Freundschaft auf, ja? Kennt sich ja eher. Geld steht heute über allem. Und wer das Geld erfunden hat und seit jeher kontrolliert, muss ich an dieser Stelle sicherlich erwähnen. Nur so viel. Also, getauft war die nicht. Ne? So, meine lieben Freunde, jetzt hat bitte ich die Ordner, damit zu Beginn hier die Aufstellung zu vollziehen. Und wir werden uns hier abmarschbereit gleich aufstellen. Danach hoffe ich, wenn wir uns hier im Marsch setzen, dass wir kraftvoll im Saalfeld ein Zeichen setzen, das weit über die Grenzen Saalfeld und Thüringen hinausgeht, dass die Menschen da draußen wissen, der nationale Widerstand in Deutschland lebt. Thank you.
Nationaler Sozialismus! Jetzt! Nationaler Sozialismus! Jetzt, jetzt, jetzt! Denn wir kämpfen auch in Saalfeld! Frei, sozial und national! Das Salz in der Suppe! Die militante Gruppe! Ja. Das Salz in der Suppe! Die militante Gruppe! Was gibt es für einen Grund, mit fünf Leuten zu kommen, um mich hier wegzuziehen? Ja? Mensch, bitte, entspannt euch mal! Dass ich hier in Ruhe telefoniere und dann da reingehe. Oh, toll gemacht! Hey, ja. Eines Tages schwöre ich euch, der Tag kommt. Der Tag kommt. Dann gibt es wieder ganz andere Uniformen hier. Zwei Kameras. Und Hauptsache wieder hier die Salafisten schützen bei ihrer nächsten Kundgebung. Hier stehen irgendwo, werden Drogen gedealt, wieder irgendwelche Kinderpornos angeguckt. Und hier steht hier und kesselt die deutsche Jugend ein, ja? Die zum Tag der deutschen Arbeit auf die Straße gehen will. Das würde nur mal zu denken geben. Ja? Habt ihr keinen Rückgrat? Ihr seid nur ein paar aufrechte Deutsche, seid ihr. Ihr seid nur ein paar aufrechte Deutsche. Nichts seid ihr. So. Also, ich habe mich jetzt nochmal mit der Polizeieinsatzführung hier unterhalten. Wir haben jetzt eine Demonstration.
Hier rechts runter und zu unserem Lautsprecherfahrzeug. Kommt zu unserem Lautsprecherfahrzeug. Kommt nach rechts zu unserem Lautsprecherfahrzeug. Hier rechts runter geht's. So, hier geht's entlang. Immer unserem Lautsprecherfahrzeug nach. Dass Gegenstände geworfen werden, können wir nicht dulden. Also kommt wieder zurück. Folgt unserem Lautsprecherfahrzeug, damit wir ziehen. Kommt zurück zu euch und wir können jetzt aufstehen, können wir weitergehen. Und wir können jetzt nächsten Zug in 5 Minuten Richtung Heimat nehmen. Wird jetzt zum Abschluss hier
noch ein Kamerad aus der Schweiz sprechen? Ich bitte den Kameraden Eklin hier auf die Bühne. Es ist ja auch immer interessant zu sehen, jemand, der nicht tagtäglich sich mit den Herrschaften hier der BRD auseinandersetzen muss, wie er so einen demokratischen Tag hier im rot-roten Thüringen erleben durfte. Hier geht's los! Also bis zum Du musst jetzt hier unten sein, das ist so geil. Das hat einfach mit der Wendung zu tun. Hier unten kannst du nicht mehr auf. Hier bis zum gelben Schild gehen wir jetzt. Und dann machen wir eine Trennung. Wir wollen ja mit den Nazis wenig zu tun haben.